So, guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der Tag nach der 10.000 Kilokalorien Challenge. Es ist jetzt 9.43 Uhr und ja, ich fühle mich echt gut. Also es war erst gestern Abend, es ging gar nicht mehr, wirklich, mir war nicht schlecht, aber ich war einfach so voll gegessen und ich dachte so, es hat jetzt auch keinen Sinn mehr, in der letzten Stunde das letzte Essen reinzuprügeln, weil das hätte nicht funktioniert. Danach wäre mir auf jeden Fall mega schlecht gewesen und ich glaube, ich mache die Challenge lieber dann noch einmal nach der Diät oder so, weil da hat man ja eh mehr Hunger. Ich komme jetzt ja direkt aus der Aufbauphase und da lernt man wirklich wieder keinen Hunger zu haben irgendwie. Aber, wisst ihr was, da sind ja noch Sachen übrig und ich habe noch nicht gefrühstückt. Also Hunger habe ich heute auf jeden Fall wieder und ich kann alle Sachen auf jeden Fall noch sehen. Ich frage mal Daniel, wie es bei ihm ist. Daniel? Hä? Kannst du Donuts noch sehen? Ich sehe gerade Donuts. Ja. Ich werde echt flau machen. Aber gerade eben hattest du Hunger auf Pizza. Ja, Pizza würde ich sofort wieder nehmen, weil die Frühstückspizza ist die wichtigste Pizza des Tages. Man muss ja auch gut in den Tag starten. Mit Donuts? Willst du einen? Also Daniel ist noch nicht wieder bereit. Nee. Wir müssen nochmal ausrechnen, wie viel du letztendlich gegessen hast. Ja, mach ich gleich. Achso, ich habe einfach Pizzabrötchen eingegeben, das mit Käse genommen, das erstbeste. Weil guck mal, so eine Vapiano-Pizza hat nur 800 Kalorien und unsere soll wie viel haben? Mehr als 1000? 2800 hieß es. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Domino's-Pizzen hier in Deutschland sind nochmal ganz anders als die in Amerika, oder? Das ist mal ganz ohne Spaß. So eine Tiefkühlpizza hat etwa 800 Kalorien. Ja, okay, die ist ein bisschen größer und ein bisschen mehr überlegt, aber das ist doch kein Teig oder sowas. Das ist halt so ein Ölteig, der geht ja nicht mehr auf. Ja, aber das ist ja so ein Ölteig, ich bitte dich. 1000 Kalorien, ja okay, aber 2800? Kann ich mir nicht vorstellen, das muss irgendwas falsch sein. Ja, wir haben halt das aus der App genommen, wir haben überall für Domino's Pizza nur solche Werte gefunden. Ich habe 7992 Kalorien gegessen. Wenn das mit der Pizza stimmt und es war auch echt zu viel. Gestern Abend hatte ich keinen Bock mehr auf Essen. Ich dachte, ich kann nie wieder was essen, aber ihr seht, es geht doch wieder. So, ich glaube, wenn man verliert, muss man immer noch so ein bisschen Fachsinn hören, warum man verloren hat. Du bist gerade Tiramisu, also was willst du denn sagen? Also ich glaube, wir haben zu spät angefangen. Weil wir haben erst um 10 Uhr das erste Essen drin gehabt. Normalerweise fangen alle um 6 Uhr morgens an. Okay, also ich glaube, der große Fehler war, dass wir nach Hannover gefahren sind, um die Donuts zu holen. Die Weil Donuts machen einen schnell. Die sind zu zuckerlastig, beziehungsweise wir haben halt bis 18 Uhr nichts Deftiges gehabt. Und ich wollte eigentlich schon mittags was Deftiges. Ja, und dann wollen wir was essen. Lass zum Fitness. Und dann gehen wir aufs Fitness raus. Und jetzt wollen wir erst nach Hause fahren und duschen und wie ist das? Nee, lass mal erst was essen. Also ich weiß nicht, wir waren einfach zu lange unterwegs. Die Donuts, da mussten wir erst eine Stunde hinfahren, dann wieder eine Stunde zurück, dann waren wir noch im Fitness. Das hat auch wieder 1,5, 2 Stunden gedauert. Dann wieder hin und her fahren, dann mussten wir noch einkaufen. Und ich glaube, das hat einfach zu lange gedauert. Also ohne Witz, ich hätte halt schon nach Burger King hätte ich schneller wieder was essen können. Ich hatte vor Burger King, ich muss überlegen, es ist Cheat Day und ich hatte so Hunger. Ja, richtig Hunger, ich bekomme das was essen. Zum Fitness. Ich musste auch erstmal ins Fitness, weil vorher hatte ich keinen Hunger. Wegen den Donuts und den. Dann habe ich auch Schmalzkuchen gegessen, das war einfach so süß. Das stimmt, das hattest du ja auch. Und das war einfach alles süß und fettig und mein ich Tipp, musste was Deftiges sein. Mein Tipp, ihr wollt einen Cheat Day machen, lasst das Süße weg und nur. Nee, ich finde Süßes gehört auch dazu. Ach, dann isst du mal eine Hanuta oder sowas zwischenzeitlich. Aber ja. Geht nicht Donuts essen oder doch, was? Doch, Donuts sind auch gut. Aber ich finde, man muss einfach irgendwie mehr abwechseln. Donuts sind voll overrated. Ja, du magst sie halt nicht so, ne? Aber diese von Dunkin' Donuts sind zum Glück nicht so ganz so süß. Wie die letzten von Krispy Kreme hast du gar nicht mitgegessen. Da war ich in Istanbul. Also nächstes Mal, es wird, denke ich mal, noch eine Challenge geben. Erstmal müssen wir jetzt nämlich Diät machen. Ein bisschen mehr Diät. Weil wir heute nochmal Cheat Day machen, müssen wir nämlich Diät machen. Nein, aber da werden wir auf jeden Fall auch noch euch drüber informieren. Da muss ich nämlich auch mit. Das wird ich werde den ganzen Tag nur Pizza und Pelmeni essen. Stimmt gar nicht. Mach ich Franzis tot. Easy. So, beim Cheat Day, ich dachte, ja. Ach so. Ich so, da werde ich wahrscheinlich keine Pizza und kein Pelmeni essen.
Und da werde ich das auf jeden Fall schaffen. Also ich habe keine Lust jetzt so die 10.000 Kalorien Challenge. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin die Einzige, die sie nicht geschafft hat. Du hast das Gefühl? Dein Ernst? Ich habe schon eine andere Challenge gesehen, da wurde sie auch nicht geschafft, ein Video. Ich glaube, alle anderen posten das einfach nicht, weil sie so denken, nein, das kann ich nicht posten. Nein, die anderen stellen dies nur nicht an. Ich konnte nicht mehr essen. Wir werden jetzt erstmal noch ein Kochvideo drehen. Ich werde jetzt erstmal noch diesen Donut hier essen. Und wir sehen uns dann einfach später wieder. So ihr Lieben, hier bin ich wieder. Wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause und es ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ihr mich gerade gesehen habt. Aber ich möchte euch noch ein bisschen was zum Cheat Day allgemein erzählen, weil da noch viele Fragen aufkamen. Das Video mit der Challenge ist inzwischen schon online und viele haben mich gefragt, ob ich dann regelmäßig Cheat Days mache, ob ich die ausgleiche und wie das so ist. Also erstmal müsst ihr sehen, wenn ihr jetzt einen Cheat Day macht, in der Diät wahrscheinlich, dann werdet ihr ja in einen Kalorienüberschuss gehen. Wenn der Kalorienüberschuss so hoch ist, dass ihr den gesamten Defizit, den ihr in den Tagen davor erreicht habt, wieder ausgleicht, dann bringt die Diät gar nichts und dann werdet ihr auch keine Fortschritte erzielen, weil ihr ja in der Wochenbilanz sozusagen gar nicht im Defizit seid. Also wenn ihr solche Cheat Days macht, dann achtet darauf, dass ihr nicht zu hoch in den Überschuss geht. So eine Challenge würde ich zum Beispiel niemals in der Diät machen, weil da müsstet ihr schon die restlichen Tage wirklich sehr, sehr stark im Defizit essen, damit ihr das wieder ausgleicht, um auf Null zu kommen. Also 10.000 Kalorien. Also ich habe ja im letzten Video schon gesagt, in den letzten 2 Wochen meiner extremen Diätphase vor der FIBO, also die 2 Wochen, die ich da mal so eine Niedrigkalorien-Diät gefahren bin, da wären das irgendwie 6 Tage gewesen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, 6 Tage an einem Tag. Und jetzt wird auch klar, warum man sich durch solche Cheat Days oder solche Extrem-Cheat Days eben die Diät oder den Diäterfolg dann kaputt machen kann. Achtet da also drauf. Ich finde Cheat Days aber persönlich lustig. Also ich kann sie auch immer gut filmen. Es macht einfach Spaß, finde ich, die auch anzuschauen und zu bearbeiten. Und das macht mir einfach einen Riesenspaß. Aber für eine normale Person, die eine Diät machen will, würde ich eher Cheat Meals empfehlen oder Refeed-Tage, wo ihr auf euren Kalorien esst, also euren Haltekalorien. Das heißt, ihr macht gar keinen so einen richtigen Cheat Day, sondern ihr esst die Kalorien, die ihr genau verbrennt sozusagen. Oder ihr macht eine Cheat-Mahlzeit, zum Beispiel esst ihr dann den ganzen Tag normal und dann eine Pizza. Das ist leichter auszugleichen über die Wochenbilanz. Dann seid ihr trotzdem über die Wochenbilanz noch im Defizit und habt trotzdem eure Pizza gehabt. Es ist auch viel cooler, wenn man dann irgendwie nur eine Mahlzeit hat, auf die man sich freut, anstatt den ganzen Tag dann nur so Schrott, sage ich mal, zu essen, beziehungsweise ziemlich nährstoffarme Sachen. Das fände ich am besten, aber eigentlich könnt ihr auch selber entscheiden, wie hoch das Defizit oder der Überschuss an den jeweiligen Tagen sein soll. Wenn ihr eine Diät machen wollt, dann ist am Ende der Woche einfach nur der Kaloriendefizit wichtig und dann ist es auch egal, ob ihr jetzt an 2 Tagen der Woche dann gar nichts esst, um dann einen fetten Cheat Day zu machen. Das wäre kalorientechnisch in Ordnung, aber ob ihr das dann durchhaltet, das ist dann eine andere Sache. Also ich persönlich finde Cheat Days cool, aber ich würde euch trotzdem eher Cheat Mahlzeiten empfehlen. Und das alles kontrolliert zu machen und einfach nicht zu übertreiben. Jetzt zur Frage, ob ich die Challenge ausgeglichen habe. Am Sonntag, ich sag's euch, also ich habe ja schon Donuts gegessen und dann waren wir abends noch Burger essen. Irgendwie mussten wir das machen, um unseren Diäteinstieg gebührend zu feiern, weil ab Montag ging dann ja bei uns die Diät los. Da muss ich sagen, bin ich am Anfang echt runtergegangen mit den Kalorien. Also ich habe am Anfang, so Montag, Dienstag, habe ich so 1400 gegessen. Mittwochs habe ich dann 1600 gegessen. Und jetzt bin ich dann bei 2000 Kalorien für die Diät. Aber dazu kommt später noch ein Video, wo ich da alles erzähle, wie das aussieht bei mir und so weiter. Ich würde sagen, ich habe einfach automatisch Montag bis Mittwoch die Kalorien so ein bisschen ausgeglichen. Jetzt natürlich auch noch, weil mein Körper mir das sozusagen gesagt hat. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe nicht so viel Hunger und dann habe ich jetzt auch nicht die restlichen Kalorien in mich hineingezwängt. Der Überschuss ist nämlich auf jeden Fall da. Aber ihr müsst auch sehen, dass man das nicht 1:1 umrechnen kann. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ich war jetzt, sag ich mal, 5000 Kalorien im Überschuss, deswegen habt ihr noch nicht irgendwie fast 1 Kilo Fett zugenommen, weil 7000 Kalorien sind ja 1 Kilogramm Körperfett. Das kann man nicht genau umrechnen, weil ihr ja bedenken müsst, dass der Körper auch noch Energie für die Stoffwechselprozesse braucht.
Ich war zum Beispiel am Challenge-Tag sehr aktiv. Ich habe auch gemerkt, dass ich viel heißer bin als sonst. Also das klingt komisch, aber meine Körpertemperatur war höher, weil mein Körper diese ganzen Kalorien verstoffwechselt hat. Der wollte die ja loswerden. Der hat da direkt gegen angesteuert, dass ich so viel esse. Und deswegen kann man das eben nicht 1:1 da an dem Tag umrechnen. Aber um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich habe die Challenge ein bisschen ausgeglichen, aber jetzt bin ich wieder auf meinen geplanten Diätkalorien. Bevor das Video zu Ende ist, weil ich habe jetzt alles so gesagt, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass ich auf meinem Instagram-Kanal heute eine Verlosung habe. Und zwar verlose ich einen 100-Euro-Gutschein für Ironmax, weil ich ja 30.000 Abonnenten erreicht habe. Deswegen schau da unbedingt mal vorbei. Und dann würde ich sagen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr auch nach Cheat Days immer Hunger habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! I'm feeling out of shame.